Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauer und auch werte Zuschauerinnen auf diesem Kanal zu unserem heutigen Unboxing-Video des beliebtesten Artikels in 2019. Die Rede ist von den 2019er Goldsarkophagus Tindosen. Heute haben wir davon nicht nur eine, nein, nicht zwei, sondern ganze drei am Start, die wir gleich nach dem Intro öffnen werden. Ich bedanke mich noch an dieser Stelle ganz herzlich an Philunior und an die Bereitstellung dieser drei Tindosen, dass ich sie heute für euch exklusiv auf diesem Kanal öffnen darf. Wie gesagt, kleines Intro, bis gleich, freut euch auf die 2019er Goldsarkophagus Tindosen. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir mal rein in die guten Stücke. Ich packe mal die ersten beiden zur Seite. Sonst haben wir hier zu wenig Platz auf der Matte. Ja, die erste 2019 Goldsarkophagus Tindose. Bin gespannt, wir werden das Paladin-Orakel Mana wahrscheinlich ziehen, ob die das Original-Artwork bekommen hat oder nicht. Und beginnen tun wir mit unserer ersten Promo-Set, der Magier des schwarzen Chaos Max, da freue ich mich auch drauf, für das Chaos Max-Deck. Von innen drinne eine vergoldete Box, ja, Messing oder so, vergoldetes Alu. Gut, dann fangen wir mal an mit den Promos. Der Magier des schwarzen Chaos Max. In Parallel Secret. Dann haben wir Exodia, die legendäre Verteidigerin. Den Dimensionsverschieber. Die Wiedergeburt. Und den geflügelten Drachen von Ra. Ich packe die Promos mal separat. Und dann kommen wir zu dem ersten Megapack. Als allererstes beginnen tun wir mit Guki, dem Riesenoger, der Wendschrecken Tagesanbruchsgefallenkarte, dem Cosmo Brain, der Boykottwolle, 0 Extra Link. Gucki-Bären-Umarmung. Und dann kommen wir zu unserer ersten Rare. Das ist der edle Ritter Pelionore. Als Super haben wir die Cybersexe. Oh, das ist ein schöner Ultra-Print. Und zwar der Albtraum-Ritter Cerberus. Ja, das wertet jedes Super-Rare-Deck ab. Und unsere Secret ist der Donnerdrachen-Gebrüll. Ja, das war eine Ultra. Jetzt als Parallel-Secret. Das ist ein schönes Upgrade, da freue ich mich drüber. Dann haben wir Vampir erwachen, war ja eine super weißer Stachelrochen, Donnerdrache Matrix, Fellsöldner Durcheinander, Galaxietrunks und den Bärenblocker. Weiter geht's mit Tiefes Grab, Code begrenzen, FA Unentschieden, Trickster Delphinium, Trickster Bouquet, den Mini-Kaliber Drachen und beginnen tun wir mit unserem nächsten Rare. Das ist der Hipper Hoshining. Unsere Super ist die Großfliege. Ja, mega lustig. Das war vorher eine Super und wurde jetzt eine Rare. Das war eine Rare und ist jetzt eine Super. Nicht schlecht. Werte das ein oder andere Deckthema auf. Als Ultra haben wir... Oh! Die Iblee, Albtraumritterin, Beschädigerin Iblee, was die Karte mal in Secret für den Wert hatte, jetzt durch den Reprint, wird sie ein bisschen sinken, aber schöne Karte. Und unsere Parallel-Secret ist Sekkas Licht, ja, die Karte hat es verdient, dass sie einen höheren Print bekommt. Außerdem durch dieses leichte, durch dieses helle Hintergrunddesign kommt das Parallel-Secret sehr schön zur Geltung, das freut mich. Weiter mit dem Dino-Wrestler Kapaptera, den Agavendrache, Parallelpanzer, Dino-Wrestler Systegosaurier, Himmelsjäger Mech-Arsenal, Herkules-Basis und den Künstlerkumpel Goldener Reißzahn.
Dritte Pack. Machen wir weiter mit der Magiedolche, frische Schwesttorte, Trickster, Delphinium, Super Team, Künstlerkräfte, vereinigt euch. War eine Secret, war eine mega random Karte, habe ich damals gezogen aus dem Hauptset. Trickster, Nachtschatten, Altergeist, Emulator 11, Wiedereinsetzung der Monarchen und als weitere Rare haben wir einen zweiten Pelionore. Dann haben wir den DDD, Super Untergangskönig, Lila Armageddon. Oh, passend zum Cerberus gibt es auch einen Phönix. Mega nice, da freue ich mich drüber. Und eine Aufwertung für die Himmelsjäger-Ass-Karten Shizuku in Secret. Ja, auch mega schön. Von Super den Upgrade. Das freut mich. Untergrund, Stage-Diver, verstärkender Strom, Wiss-Weisen, Fellsöldnerin, Donpa, Scharfschützen-Fellsöldner, Tributerhöhung und den Unterbrechungsbeschränker. Erste Lose kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Also alleine schon der Cerberus und der Phönix nicht schlecht. Das war Nummer 1. Dann kommen wir gleich zu Nummer 2. Was erwartet uns hier? Ah, wieder einen Chaos Max. Sehr schön. Ich brauche bloß noch die Mana. Die Mana fehlt mir für das dunkle Magier-Deckthema. Mal sehen, ob wir sie mit dabei haben. Kleines Trivia, das sind Katsuki Takahashi Artworks. Man bemerkt das, dass sie normalerweise eine Unterschrift auf dem Kartentext haben. Ach doch, hier oben ist die Unterschrift. Da hat Katsuki Takahashi unterschrieben. Und es fällt auf, bei diesen Artworks, die Karten haben keinen Rand. Die Karten gehen 1:1 mit der Karte über. Das ist das Besondere bei den Katsuki Takahashi Karten. Da haben wir den blauäugigen alternativen, ultimativen Drachen. Den habe ich sogar einmal in Original Japanisch hier. Der hat sich nicht verändert. Oh, da haben wir Nibiru, das Urwesen. Auch mega schöne Karte. Noch einen geflügelten Drachen von Ra. Und abschließend tun wir die ganze Sache mit einer Raigeki. Ah, wie oft diese Karte jetzt mittlerweile gedruckt wurde, das ist schon echt schade. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass wir sie aus der Legendary-Kollektion Joey's World in Secret hatten. Aber jetzt Paradies Secret ist schon noch so ein Tüpfelchen besser. Gut, kommen wir zu den Megapacks. Box zur Seite. Was haben wir hier Schönes drin? Beginn tun wir da mit Code begrenzen. Dem Albtraum des Weltvermächtnisses, Kampf des Weltvermächtnisses, Mamemaki, Dracheneinheit Senatus, Wendschrecken Albtraum und Beginn tun wir mit als der Rare-Karte, dem Raumisolator. Mantrawichtel Steinbuch, auch schön. Bekommt das Chaos Max Deck noch ein bisschen Push vom Holo Upgrade. Gar nicht schlecht, die Raren waren wirklich unter ihrem Niveau, der Mantrawichtel. Dann haben wir den Witwenanker. Oh, der wurde jetzt mittlerweile auch schon tot reprintet. Den hatten wir jetzt letztens in dem Set mit bei. Als Secret. Aber okay, nehmen wir mit als Ultra. Und unsere Secret ist die Himmelsjäger-Ass Hayate. Shizuku und Hayate. Einwandfrei. Fehlt noch Kagari. Aber das haben sie verdient. Das haben sie verdient. Den Upgrade, den haben sie verdient. Baumwollschlingen-Kobold, Aufstieg des Großsalamanders, Felsöldner-Training für jede Situation, Rafale, Champion der Felsöldner, war das auch mal eine Secret, Taktspartoy und Grabwächter Spirulatiste. Next. So, da haben wir das einsame Toxinschwert, Dracheneinheit Kuse, Wiedergeburt der Wiedergeburt, Cluster Verstopfer, drei trollende Trolle, noch eine super Team Künstlerkräfte vereinigt euch und als Rare haben wir das Reich der Gefahr. Eine Klingenfliege in Super und einen Donnerdrachen Duo, das war ja eine Super, jetzt Upgrade zur Ultra, nehme ich auch gerne mit und unsere Secret, ist nicht euer Ernst, oder? Die Großsalamander Fuchs, das ist so ein, also hatet mich nicht, aber Großsalamander ist so ein, wirklich so ein reines Common-Deck. Was haben da bitte Parallel-Secret-Karten drin verloren?
Haben sie nicht verdient. Haben sie gar nicht verdient. Dino-Wrestler, Carpaptera, Agavendrache, Dino-Wrestler, Systegosaurier, ein Herkules-Basis, Vampir-Erwachen und ein weißer Stachelbrochen. Und unser letztes Pack in dieser Box. Da haben wir ein Häschenpferd, die Wahl des Gebers, den wirbelnden Trommeldrachen, den Linkstreamer, ungeheuer Magieangriff, kybernetischer Überfluss, als Rare die Crusadia Aufschwungkarte, noch einen DDD Super Untergangskönig Lila Armageddon und als Ultra haben wir den Albtraum Ritter Greif. Ja, Downgrade von Secret zu Ultra, aber keine schlechte Karte, die wird in dem einen oder anderen Deck genutzt. Wir haben heute irgendwie haben wir mit den Himmelsjägerkarten es. Himmelsjäger Asray, die hatten wir schon mal in Secret, jetzt aber noch ein paralleles Secret. Ja, okay, wenn man das haben muss, nehmen wir mit. Sagitta, Einzelgänger, Fellsöldnerin, Fellsöldner durcheinander, 2 für 1 Team, Bärenblocker, Frequenzschweifen Chimäre und den Dino-Wrestler König T-Rexel. Und dann kommen wir zur letzten Dose. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt bitte nicht schon wieder einen geflügelten Drachen von Ra. Gib mir mal lieber die Mana. Und wir haben den rotäugigen, alternativen schwarzen Drachen. Schönes Artwork. Das ist ein schönes Artwork. Aber lange nicht so gut wie der blauäugige Gegenspieler. Dann haben wir noch einen blauäugigen alternativen ultimativen Drachen, einen Dimensionsverschieber, noch einen geflügelten Drachen von Ra. Gut, dann haben wir doch ein Playset davon. Und last but not least, oh, Slifer der Himmelsdrache kommt noch oben drauf, on top. Nice. Ja gut, Playset von Ra, ja, ja gut. Als Side-Deck-Karte mit der Kugelmodus kann man mitleben. Also von den Promos kann ich mir nicht beklagen. Schade, dass wir nun die Mana nicht gezogen haben. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr Artwork genau wie hier auf der japanischen Karte aussieht oder ob sie es zensiert haben. Aber ich denke mal nicht. Der Schlüssel des Lebens ist ja jetzt als Lost Art Karte auch legal. Ich denke mal nicht, dass sie die zensiert haben. Und ich warte immer noch auf den Ankuribu. Kommen wir zu den 3 Megapacks. Da haben wir das Erwachen des Weltvermächtnisses, den Drachenwecken, Kristallkonklave, Magiedolche, frische Schwesttorte, Trickster Delfinium, Super Team Künstlerkrimbekräfte vereinigt euch, als Rare den winzigen Hexenlehrling, gut, den kann man immer mal gebrauchen, hier und dort. Dann haben wir das Weltvermächtnis, die Weltlanze, oh, die Vampirsaugerin, die Secret-Karte, jetzt in Ultra, ja, Zombies sind immer noch nach wie vor kein schlechtes Deckthema. Und als Secret haben wir den Magna-Drachen Zönitron. Das ist mehr eine Random-Karte. Das war, glaube ich, eine super Original, ne? Sagitta, Einzelgänger, Fellsöldnerin, Dino-Wrestler, Capo Peptera, 2 für 1 Team, Himmelsjäger, Luftraum, Null-Koordinator, Frequenzweichen-Chimäre und den Großsalamander mehr. Was will man mehr? Dann haben wir den Cyberse-Umkehrzyklon, die Trickster-Lichtarena, Wendschrecken-Anima, Regenbogen-Lichtbrechung, Goki-Oktodehnung, Revenschrecken-Evolution, den Zentralfrosch als Rare. Als Super haben wir das Cyberdrachenherz, ja, war ja auch nur Ultra. Ja, jetzt für die Cyberdrachen-Spieler auch leichter zu bekommen. Himmelsjäger. Mobilisierung, Angriff. Oh, die Karte ist mittlerweile so tot geprintet. Für alle Leute schade, die sich diese Karte in Secret zum Anfang für überteuertes Geld gekauft haben. Naja gut, als Ultra nehmen wir so mit. Und als Secret den roten Neustart. Also das freut mich. Das ist so ein persönliches Highlight. Die benutze ich in dem einen oder anderen Side-Deck. Gute Karte. Gute Karte. Grabwächter, das Übernatürliche. Düna, Heldenfellsöldner, Raubpflanze, Drachostapelia, Donnerdrachen, Entladung, Spielmarkensammler und die Unbesiegbarkeitsbarriere. Und für heute das letzte Booster
da erwartet uns das Prompthorn, Kontakttor, Linkanhänger, mythische Institution, den Linkstreamer, den schrecklichen Steppke der Schikanen, eine weitere Rare des Reichs der Gefahr, einen Mantrawichtel Talismanraune, ja, das ist nicht verkehrt. Dann haben wir Reprodokus als Ultra, mega nice. Das ist eine mega nice Aufwertung. Und als Secret den Gefahr-Mottenmann, gestern erst das Mottendeck euch präsentiert, der perfekten ultimativen großen Motte. Jetzt hier abschließend heute die Gefahr-Mottenmann-Karte. Künstlerkumpel Goldener Reißzahn, Dinovester Kapaptera, Gladiator-Ungeheuer Dragasis, Gokipol, Großer Lamander Meer und die Signet Fusion. Ja, kleines Recap, fangen wir nochmal an mit den Secrets. Da haben wir den Mottenmann, den Roten Neustart, den Zonitron, die Ray, den Fuchs, die Hayate, die Shizuke, Seckerslicht und das Donnerdrachengebrüll. An den Ultra haben wir den Reprodokus, den Himmelsjäger Milchangriff, Vampirsaugerin, Albtraumritter Greif, Donnerdrachenduo, den Witwenanker, ein Phönix, eine Iblee und ein Cerberus. Dann an den Rayan, das Reich der Gefahr, den Zentralfrosch, einen Lehrling, einen Aufschwung, ein Reich der Gefahr, ein Raumisolator, ein Edelritter Pelionore, Hippohoshining und noch ein Pelionore. Und für die Supers haben wir einmal eine Talismanraune, ein Herz, eine Weltlanze, ein lila Armageddon, eine Großfliege, ein Steinbuch, ein lila Armageddon, eine Großfliege und eine Cybers Hexe. Und zu den Promos einmal Slifer, einmal Rotauge, dreimal den geflügelten Drachen von Ra, zweimal Alternativen, zweimal Max. Dazu eine Wiedergeburt und ein Raigeki. Was möchte man mehr? Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei dem Opening der Tin-Dosen von 2019. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, macht's gut.